Ja, cool. Das Hanfmuseum ist wenigstens präsent im Gegensatz zur Linken. Deswegen großes Big Up an den Kurator vom Hanfmuseum, Rollo Rolf Ebbinghaus, langjähriger Verfechter für eine gerechte Cannabispolitik. Und herzlich willkommen, Rollo. Noch habe ich keinen Ton. Dann nehme ich das einfach mal. Micha, vielen Dank für die Ankündigung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid. Ich mache mir mal kurz ein bisschen die Hände frei. Denn wir sind alle hier, weil wir unzufrieden mit der Cannabispolitik sind. Wir alle wollen nicht wegen Cannabis kriminalisiert werden. Wir sind nicht kriminell, wir tun niemandem was zuleide, wir tun niemandem was böse. Cannabiskriminalisierung ist Unrecht. Nie war die Forderung nach Legalisierung, nach Relegalisierung, so nah an den politischen Entscheidungsträgern, wie sie derzeit ist. Die Koalitionsverträge beinhalten die Abgabe an Cannabis, von Cannabis an Erwachsenen. Das heißt, die derzeitige Regierung aus SPD, FDP und Grüne haben abgesprochen, dass Cannabis an erwachsene Menschen abgegeben werden kann. Das ist ein breiter Range und eine große Chance für den Herrn Blinert. Der Herr Blinert, unser Drogenbeauftragte, war hier und hat eben gesprochen. Herr Blinert, unsere Forderung, nutzen Sie Ihre Chance, relegalisieren Sie Cannabis. Streichen Sie Cannabis ersatzlos aus dem Betäubungsmittel. Relegalisieren Sie schnell und relegalisieren Sie einfach. Relegalisieren Sie einfach, damit kein Murks draus wird. Relegalisieren Sie schnell, damit die Prohibitionisten nicht wieder die Überhand gewinnen und es gänzlich verhindern. Seit der Kriminalisierung, seit Jahrzehnten. Da fällt mir die Stimme aus, Entschuldigung. Seit der Kriminalisierung, seitdem Cannabis verboten sind, engagieren sich Menschen gegen dieses völlig falsche Verbot, gegen das Unrecht der Cannabiskriminalisierung. In der jüngeren Geschichte, in der ehemaligen BRD in den 70er Jahren wurde die Gesetzgebung zu Drogen vom Opiumgesetz, was noch von der Hitler-Regierung bis 1945 übernommen wurde und bis in die 70er Jahre hinein gültig war. Dieses Opiumgesetz wurde umbenannt zu Betäubungsmittelgesetz und gleich natürlich verschärft in den 70er Jahren. Ein guter Freund von mir, ein Mentor, ein Journalist, Autor und Schriftsteller, mittlerweile leider verstorben, Hans-Georg Bär, der witzelte gerne, die Legalisierungsbewegung befällt das Land alle 15 bis 20 Jahre ähnlich einer Grippewelle. Ganz Unrecht hat er damit nicht, denn die Legalisierungsbewegung in den 70er Jahren, als das Opiumgesetz zum Betäubungsmittelgesetz benannt wurde und verschärft wurde, da waren es die Spontis, die Hippies, die Freaks, die sagten, macht Cannabis doch illegal. Dann merkten die Leute im Ganzen, wie bekloppt die Gesetze sind und was für schlechte Entscheidungen Regierungen treffen. 20 Jahre später war Cannabis immer noch verboten, aber die nächste Legalisierungswelle im Gang. In den 90er Jahren, da war Hanf die Nutzpflanze, die eierlegende Wollmilchsau, die Pflanze, die nicht nur CO2-Werte verbessert, sondern die ein ganz wichtiger, nachwachsender Rohstoff ist, damit wir Mutter Erde nicht so quälen müssen. Man muss nicht fracken, man muss kein Gift in Mutter Erde spritzen, um das letzte Brennbare aus ihr rauszuholen. Das ist falsch.
und die Erde wird sich wehren. 20 Jahre später die 90er. So alt bin ich schon, so alt sind einige hier, die dabei waren. Die Spontis aus den 70ern, die sind mittlerweile durch die Institutionen gegangen. Meistens schweigend. Manche trauen sich mittlerweile wieder zu reden. Aber die 90er Legalisierungsbewegung, die die Nutzpflanze nach vorn gebracht hat, die sind wir, sind noch ein bisschen jünger. Ich verliere nicht, was ich sagen will. Denn nicht nur meine, auch eure Forderung an unseren Drogenbeauftragten, an den Herrn Blinert, ist: relegalisieren Sie Cannabis. Relegalisieren Sie einfach und relegalisieren Sie schnell. Die Forderung, jetzt muss ich mich bücken. Die Forderung raus aus der Kriminalisierung ist keine Bitte. Man ist kein Bittsteller, wenn man sagt, mach doch mal bitte Cannabis legal. Das ist eine, oh, vielen Dank. Das ist eine Forderung zur Einhaltung der Menschenrechte. Das Recht der persönlichen Freiheit ist neben der Redefreiheit eins der Kernrechte unserer westlichen Wertegemeinschaft. Also, wir setzen uns für die persönliche Freiheit ein. Wir kämpfen für die Grundrechte, die uns bis heute keine Regierung gewährt. Deshalb, wir sind keine Bittsteller. Wir fordern, die Verfassung einzuhalten. Lalülala, ja, das fordern wir. Deshalb fordern wir, Herr Blinert, nutzen Sie die Chance und relegalisieren Sie Cannabis. Machen Sie es einfach und machen Sie es schnell. Denn die Prohibitionisten, die Legalisierungsgegner, es sind nicht viele, aber die sind mächtig. Die tun jetzt schon alles, alles, um eine Legalisierung auszubremsen, wenn möglich gar zu verhindern. Mit allen Mitteln, mit den absurdesten Argumenten. Da wird gesagt, naja, aber wenn eine Cannabis-Abgabestelle existieren soll, dann muss das Personal aber gut geschult sein. What the fuck? In jeder Kneipe schenkt mir ein Student ein tödliches Nervengift ins Bierglas. Der braucht keine Schulung. Jedes Jahr saufen sich fröhlich zehntausende Menschen tot. Können das in jeder Kneipe von einer unausgebildeten Hilfskraft bekommen. Aber wenn ich Cannabis haben will, da brauche ich geschultes Personal. Klar ist geschultes Personal gut, aber doch nicht nötig. Seit Jahren funktioniert es, dass, allgemein gesagt, man in den Görlitzer Park geht oder in die Hasenheide. Da gibt es keine Beratung, aber da gibt es gutes Marihuana. Die Leute, die Brüder, die das haben, die sprechen manchmal nicht mal meine Sprache und es funktioniert. Warum muss jemand, der mit Cannabis verkauft, geschult sein? What the fuck? Wer das fordert, will den Weg ausbremsen. Wer das Rad neu erfinden will, will die Karre zum Stehen bringen. Und das sollten, das wollen wir uns nicht gefallen lassen. Da gibt es so viele Widersprüchlichkeiten. Was haben wir da noch? Geschultes Personal. Haha. Naja, da gibt es ganz vieles, was ich jetzt auf die Schnelle nicht finde. Ja, das ist auch noch köstlich. Ne, die Sache mit dem Jugendschutz. Alle wollen Jugendschutz. Und das muss unbedingt geschultes Personal sein. Weil kein Kioskbesitzer kriegt so Jugendschutz hin. Natürlich nicht, weil eigentlich dürfte dann auch kein Alkohol verkaufen. Kein Kioskbesitzer ist zu blöd, der Strafe zu entgehen, wenn er fragt, Jung, wie alt bist du denn? Okay, du bist zu jung, dir verkaufe ich kein Alk. Und genauso ist es mit Cannabis. Da brauche ich doch keine dreiwöchige Schulung. Die Leute sind doch nicht blöd. Deshalb lasst euch nicht für blöd verkaufen. Ja. Deshalb lasst dich nicht hinhalten.
Deshalb unsere Forderung, Herr Blinert, relegalisieren Sie Cannabis. Machen Sie es einfach und machen Sie es schnell. Vielen Dank.